Sag, was ist mit deinem Mofa los? Ich habe einen Platten. Ach so. Wo soll ich dich absetzen? Da vorne, bei dem Jeansladen. Brauchst du eine neue Hose? Eigentlich mehrere. Die sind mir alle zu weit geworden. Du musst eben mehr essen. Erstmal können. Dort? Mhm. Hoffentlich findest du was Hübsches. Willst du nicht mitkommen? Nein, ich habe leider keine Zeit. Ach, Werner, nur für 5 Minuten. Erstens hast du so einen schönen Parkplatz und zweitens hast du so einen guten Geschmack. Und drittens, ich habe nicht genug Geld dabei. Da muss ich ja wohl. Danke, Werner. Von dir. Was halten Sie davon? Eine starke Farbe. Sind Sie jung, was? Ja, zu stark. Wie wär's zum Beispiel damit? Schauen Sie. Oh, nicht schlecht. Ist das meine Größe? Müsste reichen. Da drüben ist die Kabine. Mhm. Ist das auch unsere Größe hier? Mhm. Dazu habe ich ein ganz tolles Oberteil. Ja? Das trägt er jetzt so. Sieht prall aus, was? Das ist der richtige Ausdruck. Prall, ja. Du, die ist gar nicht mal teuer. Nein, findest du? Naja. Aber probier das mal, schau. Hm? Das ist ja auch irre. Ich komm aus der Hose, ich raus. So, ich bin schon gewundert, wie du reingekommen bist. Ich helfe ihm. Sagen Sie, ist das unsere Teilienweite? Spaß mit dir einzukaufen. Ich weiß genau, was mir steht. Ich habe da noch eine sehr schicke Bluse, die muss ich Ihnen mal zeigen. Die Dinkel ist mein Freund. Tatsächlich? Naja, du siehst ja auch nicht aus wie 50. Ich bin ja auch erst in die 40 und das nur eine ganze Woche lang. So, meine Liebe, jetzt muss ich ja gehen. Der Wolfgang wartet auf mich. Ja, aber was soll ich denn nehmen? Die Jeans oder das hier? Na, beides. Ich hab doch nicht. Ich mach das schon an der Kasse. Danke, Werner. Bitte. Nee, also das. Das ist nicht gut. So, ich möchte aber jetzt zahlen. Die Hose, Gürtel und die Kombination. Sie nehmen also doch alles? Mhm. So verwirrend möchte ich auch mal werden. Tja. Da müssen Sie sich eben den richtigen Freund anschaffen. Wann ist er denn losgefahren? Er müsste doch längst hier sein. So, verstehst du das? Nein, Angie, es wird schon nichts passiert sein. Ich rufe dich an, so wie er hier auf... Moment. Ach du, ja, das ist er. Ja, ich auch. Bis morgen. Tag. Tom, wo bleibst du denn so lange? Angie war auch schon ganz besorgt. Ich musste Jeans kaufen. Du, also aus dem Alter bist du doch raus. Sag das nicht. So, hier. Oh, sehr gut. Hm? Pünktlich bist du nicht, aber wenigstens begabt. Die muss ich nachher gleich hinbringen. Du, übrigens, der Dupont hat angerufen. Ja? Ja, und der war ja ganz begeistert. Und von Ben? Ben? Nee, von Ben hat er nichts gesagt. Nein, die Werbung ist so gut angekommen. Der kann gar nicht so viel Käse produzieren, wie bestellt wird. Du sollst nach Paris kommen. Der will, dass du seinen Kunden jetzt auch seine Butter schmackhaft machst. Klingt gut. Ein fetter Auftrag. Du hast doch hier so viel zu tun. Was willst du denn noch alles machen? So, lass mir doch meine Erfolgserlebnisse. Ich fühle mich heute so... Absagen kann man immer noch. Mit deinem Französisch, oder? Franziska, bist du doch nicht schon versorgt. Markus und Tom auch, die sind schon schwimmen. Guten Morgen. Ah.
Ich liebe dich. Ist ja wie in alten Zeiten. Jetzt bin ich aber gespannt. Oder auch? Womit du mich heute erschreckst. Als du mir das letzte Mal das Frühstück ans Bett brachtest, hast du mir einen Heiratsantrag gemacht. Und du hast mir erklärt, dass du Kinder hast. Mehrere. Ich glaube, das war der größere Schrecken. Toast ist noch warm. Danke. Es war ja gestern wieder ein anstrengender Abend für dich. Du hast ja nur gearbeitet. Nur ist gut. Ich habe mir überlegt, wir feiern nicht groß. Was? Na, mein Geburtstag. Wie bitte? Nein, ich mag den Trubel nicht. Wir verreisen ein paar Tage. Das wird leider nicht gehen. Ich kann nicht weg. Warum nicht? Das wollte ich dir gestern schon erzählen. Ich muss leider wieder selber in die Boutique. Meine Verkäuferin hört auf. Wieso denn? Die verdient doch gut. Ja, das ist es ja eben. Jetzt hat sie genug Geld für ihr Auto zusammengekündigt, sie. So, fängt das wieder an. Darf ich mich wieder um Franziska kümmern, ne? Nein, das macht Frau Hoffmann. Frau sie kommt Hoffmann. Ab morgen jeden Tag. Aber da meint man, man hat eine Familie und wann hat er schon eine Familie? Immer fehlt einer. In all den Jahren habe ich nämlich nicht Monaten. Ein einziges... Monaten. Waren wir nicht ein einziges Mal gemütlich beisammen beim Frühstück, die ganze Familie. Ja, ist ja auch traurig. Aber heute geht's ja sowieso nicht mehr. Die Jungs sind weg und Tanja will nicht vor 12 geweckt werden. Aber Liebling, morgen, das verspreche ich dir. Morgen gibt's ein komplettes Frühstück mit der kompletten Familie. Hm? Magst du noch mein halbes Brötchen? Danke, ich kann auch nicht mehr. Gib's mir. Danke. Na, ist das nicht schön, so ein gemeinsames Frühstück? Hm, prima. Schmeckt auch viel besser so in Gesellschaft. Man isst natürlich auch viel mehr. Das arbeiten wir alles ab. Mhm. Womit denn, mein Liebling? Abwarten. Oh, Gesundheit, Franziska. Sie reizt das Gras. Habe ich auch heute früh gemäht. Was, schon wieder? Das muss man alle 3 Tage mähen, dann wird es ein richtiger englischer Rasen. Ich habe gesprengt. Deshalb habe ich vorhin nasse Füße bekommen. Das sieht aber gut aus. Kein Wunder, ich habe ja auch Unkraut gezupft. Ihr seid ja tüchtig. Vor allem geschäftstüchtig. Also, einmal Unkraut zupfen, einmal sprengen, einmal mähen. Darf ich meine Schulden nachher begleichen? Natürlich. Das ist nämlich sowieso zur Bank. Musst du denn heute noch etwas tun? Mhm. Immer musst du arbeiten, sogar in den Ferien. Ja, bei so anspruchsvollen Kindern bleibt man nicht anders übrig. Kannst du nicht einmal mit uns schwimmen gehen? Da bin ich ja. Ich war ganz in der Nähe. Hier im Garten. Ich habe mir selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht, an dem ihr alle eure Freude haben werdet. Einen Swimmingpool. Ja, der wird hier unten aufgestellt. Werner! Wir kriegen einen eigenen Pool? Mann, das ist ja spitze, Werner! Allerdings müssen wir alle etwas dafür tun. Also kommt mal. Ja, ich dachte, der Pool soll ja nicht so weit aus der Erde rausragen. Also versenken wir ihn um einen halben Meter. Wenn wir aber das Loch ausschachten lassen, dann wird das sehr teuer. Na, also? Folglich machen wir das selber. Hm? Ich hab da hinten schon alles ausgesteckt. Sind Sie? Also ich würde ja so gerne mitschaufeln. Ich muss leider weg. Ja, die Frau. Werner, pass auf deinen Rücken auf. Ja. Bisschen schaufeln wird ihm schon nicht schaden. Gib uns die Franziska und dann können wir besser auf sie aufpassen. Ja, gut. Ja, go, meine Kleine. Passt schön auf, dass die fleißig sind, ne? So. Hier, Tanja, nimmst du sie? Ja, klar. Vorsicht. Wenn du zu Mittag kommst, dann haben wir das halbe Loch schon ausgeschaufelt. Ja, dann mal los. Ja. Martina, Sie sind heute hier? Ja, ich bring das nur noch rasch zur Post. Wann geht's denn los? Heute Nachmittag, aber nur für ein paar Tage. Dann viel Spaß. Danke. Ich vergesse doch immer die Vorwahl von Wien. Wo ist das kleine Heft? 9043222. Ich habe nämlich eine Freundin da. Alles Gute, Frau Schumann. Danke. Okay, Rudolf? Hier ist Angie. Ja, grüß dich. Nein, ich bin in Berlin. Danke, gut. Und wie geht's dir? Das ist schön. Weißt du, ich wollte dich einladen. Nein, kein neuer Nachwuchs. Zu Werners 50. Hm? Der würde sich bestimmt riesig freuen, wenn du kommst. Ja. Dann hätte ich noch eine Bitte. Könntest du Josefa mitbringen? Unsere Frau Rabe hat doch aufgehört und... Was sagst du? Ach so, die würde dich sowieso nicht alleine reisen lassen. Das ist gut, prima. Hm? Dann kann ich also fest mit euch rechnen. Ja, freue mich. Hm?
Nein, nein, den grüße ich nicht. Der soll ja nichts davon wissen. Du bist meine große Geburtstagsüberraschung. Und darum darf der nichts davon erfahren. Nein, auf gar keinen Fall vorher, du. Ja, an wie viel Musiker hast du da gedacht? 8 bis 10 mindestens. Ah. Das muss ein richtiges kleines Blasorchester sein. Die so richtig schön Kraft machen. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Schade, dass du nicht eher auf die Idee gekommen bist. Zu meinem 50. Na, doch. Hätte mich vielleicht gefreut. Wirklich? Hm? Um 7 Uhr früh? Ihr könnt Pause machen. Das Essen steht auf dem Tisch. Ich bin noch nicht fertig. Wo sind denn die Kinder geblieben? Weg. Alle außer Franziska. Die wollten dir doch helfen. Ja, wollten sie. Aber nach 10 Minuten tat Tanja der Rücken weh. Markus ist eingefallen, dass er eine Verabredung hat. Und Tom, das mit dem Pool zu langsam. Der wollte gleich schwimmen. Oh, das tut mir leid, Liebling. Aber ich hab's ja geahnt. Sag mal, willst du das jetzt etwa alles allein ausheben? Im Gegenteil. Ich hätte alles wieder zu. Die Hoffnungen auf einen eigenen Swimmingpool, die habe ich begraben. Ich hoffe nur, dass ich die Bestellungen wieder rückgängig machen kann. Das Werkzeug, das räume ich später weg. Jetzt bist du verärgert, das mit Recht. Bin ich verärgert? Bin nur enttäuscht. Oh, mittlerweile müsstest du doch wissen, wie sie in dem Alter sind. Erst große Begeisterung, aber dann keine Ausdauer. Es sind eben... Kinder, ja, ich weiß. Also gib Franziska was zu essen, ist der Appetit vergangen. Die wollen jetzt doch eine große Kampagne starten mit ganzseitigen Anzeigen. Aber seid nicht, hier sind die Unterlagen, kannst du mal anschauen. Ich fahre erst mal für ein paar Tage weg. Mit Martina? Erraten. Naja, musst du ja wissen, was du tust. Alle fahren weg. Bille, Alfons, du, nur ich sitz hier ganz allein herum. Aber du hast doch deine Familie. Ja, da habe ich auch was. Werner, was ist passiert? Über wen hast du dich denn so geärgert? Über mich. Da tut man alles für seine Familie. Und was hat man davon? Nicht so viel Unterstützung. Schumann. Wer? Monsieur Dupont. Comment ça va? Monsieur Dupont. Bin ja nicht taub. Comment? Monsieur, je ne parle pas bien français. Mais je comprends tout. Du verstehst alles? Oui. 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 Comment? Monsieur Fleury? Oh, bonjour, naturellement. Fleury? Bonjour, Monsieur Fleury. Bonjour. Oui? Oui? Non. Non, non, c'est intéressant. Pas moi. Ah, bien. Oui? Bien sûr. Et, non, bien sûr. Et, pourquoi pas? Non, 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 c'est possible. Oui, oui, oui. Oui. Je suis demain matin à Paris. Oui, exactement. Et demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, demain. Was wollte denn Fleury von dir? Der hat mir ein Angebot gemacht. Fleury, weißt du, wer das ist? Das ist eine der größten Werbeagenturen der Welt. Die haben Filialen in New York, in London, in Frankfurt. Ja, jetzt wollen sie ein eigenes Studio in Paris eröffnen. Und du sollst für die arbeiten? Ich würde dort arbeiten, ich soll es leiten. Ich meine, die Werbung, die wird für Dupont noch nach wie vor über dich laufen, aber ich steige jetzt ins internationale Advertising. Und was wird hier draus? Mache ich weiter. Fleury meint, das kann ich mir einteilen. Halbe Woche Paris, halbe Woche Berlin. 3 Stunden bist du mit dem Flugzeug hier. Aha, aha. Und deine Familie? Angie kümmert sich um die Boutique, Frau Hoffmann und Franziska. Und ich um meine Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich noch einen Platz in der Morgenmaschine bekomme. Ja, werde ich schon zeigen. Was willst du dir zeigen? Ja, dass du dir auch einen Herzinfarkt holen kannst, wie all die anderen Verrückten, die nicht genug bekommen können. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne noch einen Platz in der Morgenmaschine der 737 nach Paris. Schumann ist mein Name. Ja? Mhm. Wie? Ach, den Rückflug, den lassen wir offen. Ja.
Das sieht aber ganz schön wackelig aus, deine fünf. Finde ich auch. Mach Tanja nicht nervös. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Eben, mach du das mal. Gerne, dann sieht's bestimmt besser aus. So, hältst du mal? Hm? Brauchst du das noch? Hm. Prima. Wann fahren wir denn zum Flughafen? Ja, in einer halben Stunde müssen wir weg. Na, Lulu. Sie irrt den ganzen Tag herum. Anscheinend sucht sie Werner. Komisch, ich finde es richtig langweilig ohne Werner. Überhaupt keine Action. Fehlt dir eigentlich auch so? Du stellst dumme Fragen. Jetzt sind wir wieder genauso alleine wie früher. Nur mit einem Kind mehr. Und einem Hund. Das ist doch Gott sei Dank nur vorübergehend. Werner kommt doch heute Abend wieder zurück. Na, hoffentlich. Ich gehe. Das ist bestimmt für mich. Du Mutti, muss ich mich umziehen? Ja. Vor allem musst du den Mund abwischen und die Hände waschen. Mutti, Paris, Paris. Oh ja, ja, komme, komme. Hier, lass mich mal, lass mich mal. Tschüss. Ja, danke. Hallo, Liebling? Ja? Du, können wir denn heute wirklich mit dir rechnen? Oh, das ist gut. Die Kinder haben gerade festgestellt, dass du uns sehr fehlst. Ich? Naja, was denkst denn du? Es kommt mir vor, als wärst du schon viel länger weg. Eine Ewigkeit. Franziska? Ja, dir geht's gut. Sie schläft. Sicher träumt sie von dir. Ob ich dich weiß? Natürlich. Und wie? Weißt du doch. Ja, die Kinder sind hier. Komm hier zu stören. Ja, das Haus ist ganz leer. Das auch. Besonders. Ich bin das einfach nicht mehr gewöhnt. Ja, sind jetzt weg. Ich auch. Deine Stimme klingt ja plötzlich ganz anders. Ja, das liegt sicher daran, weil ich mich eben hingelegt habe. Ja, es war ziemlich anstrengend. Die Verhandlungen, alles französisch. Hast du denn unterzeichnet? Nein, nein, den Vertrag habe ich noch nicht unterschrieben. Muss ich unser Anwalt noch durchsehen. Aber abschließend durchbestimmt. Aber du, nein, die bieten mir hier... Du, wir sind bald reich. Und sehr allein. Aber Angie, so eine Chance kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Natürlich. Ja, für mich ist es auch nicht einfach. Sag mal, ist bei dir jemand im Zimmer? Was? Ach, du meinst das hübsche Mädchen da? Ja, die kommt jeden Tag um die gleiche Zeit. Das ist eine besondere Aufmerksamkeit der Hoteldirektion. Ja, spricht ein bisschen viel. Na, warte mal. Ist das Programm lieber? Ja, viel lieber. Jetzt ruhe ich aber noch ein bisschen aus. Du weißt, ich mag keine müden Männer. Also der Plural gefällt mir überhaupt nicht. Ja, du hast ja recht. Ein müder Mann ist schon einer zu viel. Also jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Nein, warte mal, ich muss dir noch eins sagen. Ja, also ich sag's dir nachher. Tschüss, bis gleich. Ich glaube, die sind gar nicht in der Maschine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt keiner. Das haben wir, Rudolf! Oh, oh, hin! Ob er sich mit dir verabredet hat? Ich war gemein. Oh ja. Schön bleiben lassen. Aber lieb, dass ihr alle gekommen seid. Guten Tag, Angie. Herzlich willkommen in Berlin. Angie, du schaust großartig. Na, du aber auch. Ja. Ist der Josefa? Josefa, danke schön. Ja, die ist in Wien. Die ist leider noch in Wien. Kommt die gar nicht? Nein, nein, sie kommt gar nicht. Guten Tag. Ich wollte euch ja von Frankfurt schon anrufen, weil in Wien bin ich nicht mehr dazugekommen. Aber eure Nummer war ja dauernd besetzt. Dann stellt euch vor, wir waren schon beim Einchecken. Auf einmal sieht die Josefa, wie eine Maschine startet. No? Und dann hat sie leider Angst gekriegt. Na, hat sie gesagt, nein, Herr Sektionschef, das ist nichts für mich. Das ist ein Lehramt, dieser Wirbel, die ganze Fliegerei. Ich bleib lieber am Boden.
Und da ist sie auch geblieben. Aber was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Essen? Wir haben alles eingekauft, was wir selber wollten. Jede Menge Haxen. Naja, die Rezepte hat sie mir noch schnell gegeben. Sie hatte sie ohnehin schon vorbereitet, weil sie wollte, dass ihre Rezepte in Berlin für ewige Zeiten übrig bleiben. Dann kochen wir, Mutti. Ja, du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ich mag eine Strudel. Ein Strudel ist ja noch. Ich schaue jetzt nur schnell, dass ich mein Gepäck kriege. Ich bin nämlich fürchterlich neugierig. Auf das neue Haus, aber wieso denn? Auf die neue Schwester natürlich. Also, ich kann den American Guck mal! Nanu, sie ist ja wach. Komm, ich mache nur die Vorhänge auf, damit du sie richtig sehen kannst. Aha. Also du bist die Franziska. Guten Tag. Süß schaut sie aus, direkt zum Verlieben. Sie hat ja deine Augen. Mit diesem Blick wirst du später einmal den Männern die Köpfe verdrehen, genau wie deine Mutter. Glaub ihm kein Wort. Das ist der Wiener Charme, den kennen wir ja. Hör nicht auf sie, es stimmt. Dieser Blick wirkt sogar auf seriöse ältere Herren, so wie ich einer bin. Wie ich deiner Mutter zum ersten Mal in die Augen geschaut habe, da wäre ich liebend gern um 30 Jahre jünger gewesen. Onkel Rudolf, wenn ich das Werner erzähle. Na gut, gut, bitte, dann verrate ich deiner Tochter, wofür du sie gehalten hast im vorigen Jahr in Wien, wie sie sich angemeldet hat. Du hast gedacht, sie ist eine Magenverstimmung. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Hallo? Ich wünsche dir ein glückliches Leben. Was ist denn Markus? In einer friedlichen Welt. Nein, nein, da brauchst du gar nicht so skeptisch reinzuschauen. Der Wunsch kann in Erfüllung gehen. Die Leute sind doch so gescheit. Vielleicht werden sie endlich einmal auch vernünftig. Danke. Wie, du bist immer noch in Paris, Werner? Du wolltest doch längst in der Luft sein. Ja, du gehst schon runter. Ja, ja, ich komm gleich. Hat dein Flugzeug Verspätung? Nein, die Maschine ist pünktlich abgeflogen, aber leider ohne mich. Na ja, der Portier hat mich zu spät geweckt. Da bin ich noch in den Stau auf der Autobahn zum Flughafen gekommen. Also, nein, nein, ich komme heute. Ja, ich habe eben umgebucht. Über Düsseldorf. Da reiche ich noch die letzte Maschine nach Berlin. Ja. Ja, doch nicht, aber ich stehe auf der Warteliste. Ganz vorne. Ja, ja, denn ich. Komm, bestimmt. Na, hoffentlich. Wann sollst du denn landen? Klaul ich dich ab. Also dann, guten Flug, mein Liebling. Mhm. Tschüss, bis dann. Mann, ist das aufregend. Viel spannender als Fernsehen. Mensch, muss das sein? Die Schulzeit muss man färben. Hat Josef mit Wien auch gemacht. Am besten ist, wenn man einen Pult drauf hat. Aber es geht auch ohne. Sind die Äpfel immer noch nicht fertig? Spiel hier nicht den Küchenchef. Der bloß neidisch, weil ich Bescheid weiß. Und du nicht. Na, wie sieht's aus? Das riecht man doch. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich fange jetzt an, auszurollen. Nein, ich kann jetzt nicht. Na, hier, ich mach was. Das wird ein Strudel. Wieso nur einer? Mindestens drei. Mutti, Werner dran. Ja, ja, ich komme. Was sagst du? Was ist denn? Ich kann dich nicht verstehen, das ist so laut. Werner, wo bist denn du? In Düsseldorf. Wie? Warum soll ich fröhlich sein? Ich sehe gerade zu, wie die Passagiere einsteigen. Ja, aber total ausgebucht. Also jetzt versuche ich halt den Nachtzug zu kriegen. Hm? Nein, aber mach dir keine Sorgen, da gibt's ja einen Schlafwagen. Ja, ja, ich komme morgen ganz frisch in der Früh an. Ich steig schon am Wannsee aus. Ja, 6.03 Uhr. Du, ihr braucht mich nicht abzuholen, ja? Nein, ich nehme ein Taxi. Schön, also super. Bis morgen. Achtung, die Lufthansa Flug 024 nach Hamburg-Oslo ist verspätet. Neuer Vorausflug. Na, was ist denn nun endlich? Um 7.03 Uhr soll der Zug angeblich kommen. Na, endlich. Eine Stunde Verspätung. Und dafür sind wir mitten in der Nacht aufgestanden. Hat sich Franziska denn schon gemeldet? Nein, die schläft ganz fest. Die hat's gut. Na, Markus, geh mal da hinten. Du musst den Wagen darüber fahren. Ach,
Was ist jetzt? Sollen wir anfangen? Ja, fang schon mal an, komm. Ja, die ist zu Hause, die habe ich aus dem Bett gekriegt. Die hat gesagt, ich soll jetzt später alles erzählen. Das ist toll. Der Zug fällt ein! Komm, nimm schon mal eure Blumen! Ja, das ist nicht. Was siehst du da? So fest kann doch kein Mensch schlafen. Was, wir haben doch schon die alte Gegend aufgegeben. Und die tun nur so, als ob sie nichts hören. Lulu! 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 Komm, wir versuchen was anderes. Könnt ihr auch singen? Happy Birthday. Hört das gut? Abla. Prima! 1, 2, herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Guck mal, Franziska will dir auch gratulieren. Ich muss mich schon entschuldigen, dass ich mich noch nicht so freuen kann, aber ich bin noch müde von der Reise. Schau mal, schnell nach Hause kommen. So, ach, das ist ja lieb von euch. Wir können auch einpacken. Gut, Stolle, kommen Sie. Ja, das ist Ihr Wagen. Und jetzt. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, Freiburg, hoch. Ist das für mich? Wir gratulieren zum 50. Danke. Das ist das erste Ständchen, das ich in meinem Leben bekomme. Na, wir haben uns gedacht, in Anbetracht eines hohen Alters. Ich meine, Bruder, ab heute auf die 60 losmarschieren. Ach, ihr seid ja wieder so lieb. Ja, ein bisschen Zeit bis dahin hast du ja noch. Ich gratuliere dir. Onkel Rudolf, wo kommst du denn her? Ja, aus dem Bett. Die Musik hat mich aufgeweckt. Und in Wien? Es war wohl kein Platz mehr frei im Schlafwagen, was? Ach, das ist eine Überraschung. Der Arme hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Tom, hier. Tanja, du nimmst Franziska. Hm? Nimm Annas Koffer. Ja, und ich transportiere den rüstigen 50er ins Auge. Ja, am besten wir lassen den zum nächsten Mal ausschlafen. Das ist eine gute Idee. Wir haben Sorgen mit Luft hier. Wieso? Ach so, ja, kommen Sie. Geh mal ein Glas trinken. Komm, ja, komm, komm hier. Ja, danke dir. Dankeschön. Danke. Und 50 Kerzen und eine Torte. Ach, das ist ja lieb von euch. Was denn, gehört das auch mir? Damit du nie mehr einen Bauch kriegst. Was denn? Ach, du bist ja einer. Sag mal. Das ist von den Kindern. Oh, oh, oh. Ja, da habt ihr aber noch wochenlang euer Taschengeld gespart. Was? Ja, ein paar schon. Aha. Natürlich haben wir auch ein bisschen verdient. Deshalb musste mein Wagen zweimal in der Woche gewaschen werden. Ich glaube, wir sind geldgierig. Na, ich danke
Danke, danke. Jetzt musst du dir aber auch mal mein Geschenk ansehen. Das hast du vorhin völlig übersehen. Ja, wo denn? Vor der Tür wirst du den weiten Weg noch schaffen, mein Liebling. Also meine Neugier ist größer als meine Müdigkeit. Das muss ich knipsen. Der hört Augen, Mann. Er hat noch einen Augenblick. Gefällt er dir? Ja. Na, wir sagen dann. Ja, schön. Ja, wo ist mein Geschenk? Das ist dein Geschenk. Was? Das Auto? Hast du im Lotto gewonnen? Nein, ich habe nur ein bisschen nachgedacht. Alles beim Preiserschwein nicht gewesen. Werner, du hast für uns auf so vieles verzichtet. Gleich am Anfang unserer Ehe hast du deinen Sportwagen verkauft, an dem du so gehangen hast. Ist der schön. Das habe ich doch gern getan. Ich weiß. Aber ich weiß auch, wie schwer es dir gefallen ist. Und außerdem, jetzt braucht mich die Familie. Sogar so ein tolles Radio hast du gewonnen. Wo ist denn das Geld her? Ganz einfach. Ich habe meinen Anteil an der Boutique verkauft. Angie, du hängst doch so dran. Ja, das stimmt. Aber es soll jetzt keiner mehr zu kurz kommen. Vor allem nicht unser Baby. Das ist im Augenblick das Wichtigste. Hm? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So ein teures Auto. Und du gibst die Boutique dafür auf? Nein, nicht ganz. Meine Teilhaberin wird in 10 Jahren aufhören. Ja, und dann ist doch Franziska aus dem Gröbsten raus. Habe ich mir klugerweise das Vorkaufsrecht gesichert. Danke. Wo bleiben deine Knödel? Ah, ich komme. So, du bist bei bester Abnehmer, nicht? Ja. Zu mir bitte auch noch einen. Dann schmeckt's. Ach, herrlich. Danke. Darf ich auch mal einen haben? Du hast vorhin schon genug gekostet. Naja, ausnahmsweise, weil du heute Geburtstag hast. So. Hat Franziska schon alles bekommen? Natürlich. Denkst du, wir lassen deine Tochter verhungern? Das macht einem doch direkt Appetit. Worauf? Ja, auf die Ehe. Tatsächlich? Sie brauchen mich gar nicht so entsetzt anzuschauen. Für eine Dummheit ist man nie zu alt. Alles, geh schon. Schumann? Hallo? Ja, Sie müssen lauter sprechen, ich verstehe Sie nicht. Hallo? Ist bloß ab und zu, dass er verheiratet. Ja, danke. Ja, aber wer spricht denn dort? Hallo? Ja, ist die Leitung tot. Das könnte Frau Rabe gewesen sein, die ist doch auf Mallorca. Ich habe nur so viel verstanden, dass mir jemand zum Geburtstag gratuliert hat. Hat sie mich grüßen lassen? Nein. Dann war es Frau Rabe. Dann danke ich. Warum bist du nicht mit der Martina gekommen? Naja, wir hatten. Ich hatte auch eine geschäftliche Verabredung. Ach, nicht so viel ein Fach. Nein, nicht direkt. Es ging wieder ums Heiraten. Aha, du willst nicht. Ich sie? Wir sollten noch ein bisschen warten. Was meint sie, uns prüfen? Ja, wie lange denn noch? Ich bin noch nicht mehr so jung. Sprich mit ihrer Mutter, sag ihr, wie alt du bist. Um Gottes Willen, dann muss ich die heiraten. Ach, das ist ja bloß Wolfgang. Sag, los, ist gut. Ich möchte wirklich wissen, wo Alphonse so lange bleibt. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, der Platz ist noch frei. Rot oder weiß? Rot. Rot. Ach, die ist leer. Hol eine neue, bin gleich wieder da. Hier, bitte, greif zu. Wie groß sie schon geworden ist. Jetzt war das 51 und sitzt sie schon neben ihm am Tisch. Du, ich habe da neulich so ein entzückendes Besteck gesehen. Das könnte ich ihr doch eigentlich zum ersten Geburtstag schenken. Hat sie schon. Oh. Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel. Farnsilber. Es wird an jedem Geburtstag ergänzt. Und wenn sie 18 ist, dann hat sie alles komplett. Ja, da ist sie eine richtige Partie. Ne? Da geht er Gott sei Dank noch lange hin. Werner will ja noch was von seiner Tochter haben. Eben. Mit Männern haben wir vorläufig nichts im Sinn. Ich habe aber schon einen. Was hast du? Einen Ehemann für Franziska. Wird im Herbst eingeschult, genau im richtigen Alter. Toni heißt er. Toni ist der einzige Sohn von Brands. Ja, du weißt doch, Arthur Brands, der Baulöwe. Brands baut billiger. Und der Kleine übernimmt später mal die Firma. Interessant. Ach, und das hat auch wirklich noch etwas Zeit, ne? Woran du schon wieder denkst, typisch Biller. Also,
Du, damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Wenn die Mädchen erst mal in die Jahre kommen, dann wird das sehr schwierig. Wenn ich daran denke, was ich mir für Mühe geben musste, bis ich dich an den richtigen Mann gebracht habe. Bitte schön. Hallo. Oh, endlich. Ja, Entschuldigung. Was ist das? Ja, danke. Das ist für dich. Was sind denn drin? Die passende Gabe für dich. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Ich danke dir. Entschuldigung. Mm, das riecht aber gut. Ja, das schmeckt auch so. Dann ja, nimm dir vom Fleisch. Danke schön. Einfach eine oder zwei Knödel? Zwei. Ich hab riesen Hunger. Danke schön. Nicht und das die Soße. Sag mal, warum kommst du eigentlich so spät? Du frag mich nicht. Frag mich. Die Leute von der Bank, die haben mich nicht weggenommen. Das war eine Aufregung, sage ich euch. Ich weiß nicht, ob ihr Arthur Brands kennt. Na ja, vom Hörensagen. Der Baulöwe. Ja, von dem haben wir schon gehört. Was ist denn mit dem? Pleite. Pleite hat Konkurs gemacht. Die Bank hängt mit 20 Millionen mit drin. Weine nicht, für dich kriegen wir noch einen ganz anderen Schwiegervater. Also ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich finde es überhaupt nicht komisch. 20 Millionen! Alfons. Naja, wir erklären dir das alles beim Nachtisch, ja? Mhm. Habt ihr alle zu trinken? Nein. Entschuldigung. Was heißt jetzt eine Rede, oder was? Du, darf ich weiter essen? Ja, guten Appetit. Ich werde nicht lange reden. Das sagt jeder. Nein, ganz im Ernst. Ich meine, wir sind ja unter uns. Martina fühlt sich bei uns wie zu Hause. Ich hoffe nicht mehr lange, aber das ist ja Gott sei Dank eine Sache, die nur euch angeht. Ich bin heute 50 Jahre geworden und es ist vielleicht an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Was hat man alles erreicht, was man erreichen wollte? Naja, also an guten Vorsätzen hat es nie gefehlt. Ist allerdings nicht alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen selbst daran schuld. Es hat mich ja keiner gezwungen, so früh zu heiraten. Meine erste Frau, die wollte einen Künstler aus mir machen, also mindestens ein Picasso. Meine zweite, ein Großverdiener. Und Angie, die will mich glücklich machen und das ist ihr gelungen. Ja. Sehr schön. Sie hat mich zum glücklichsten Menschen gemacht. Und zum Vater. Ja, das auch. Das auch. Also das kommt noch dazu. Früher hatte ich nur ein Haus. Und jetzt habe ich ein Heim. Und eine Familie. Eine große Familie. Vier Kinder. Vier Kinder. Ein neues, drei Gebrauchte. Die halten einen ganz schönen Trab, gell? Ja, und deshalb lässt du uns verdursten. Mensch, das ist ja reichlich dann. Ich reiche dir gleich den ganzen Karton. Das ist ja zu schwer. Nein, das ist ganz leicht dabei. Wie kommst du den Karton nicht hoch? Viel schlimmer. Ich komme nicht da hoch. Tut's gut? Ja. So. Jetzt kommt doch der Wollschal rauf. Wie sieht denn das aus? Sei nicht so eitel. Das Hemd kommt doch drüber. Hast du rein? Ja, kommt. Wie geht es dir denn? Schon besser? Na ja. Tut's noch doll weh? Ja. Das Zeug zum Einreiben steht ja schrecklich. Ich mach mal das Fenster auf. Weißt du, damit hat meine Großmutter mein Großvater auch immer eingerieben, wenn der Hexen einen Schuss hatte. Na also, bin ja auch schon in dem Alter. Und musst nicht wieder aufstehen können? Bestimmt nicht vor morgen. Aber Mann, ich bin bald wieder auf den Beinen. Komm, ich helfe dir. Du bin ja kein Greis. Ja, also gut. Sehr gut. Kinder, geht mit. Ich komm gleich runter. Mein Glück, dass du draußen feierst. Das soll ja keiner aushalten, so wie du riechst. Das verfliegt doch. Willst du mal probieren, ob du schon aufstehen kannst? Ich probiere es. Ach, ja. Jetzt ist nicht alles gleich, was ihr habt. Geht ja ganz gut. Weißt du, wie du aussiehst? Wir haben neulich einen Film gesehen über den siebenjährigen Krieg. Ach ja, stimmt, wie der alte Fritte. Genauso läufst du. Fritte geht, habe ich. Also, wenn das nicht besser wird, gehst du morgen zum Arzt. Du musst schließlich fit sein für Paris. Muss ich nicht. Wieso? Ja, ich habe abgesagt. Abgesagt? Wann denn? Ja, heute Mittag telefonisch. Ich dachte mir, bleib doch lieber die ganze Woche über bei euch. Ja! Ich bin einfach froh, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Aber weinst du etwa? Nein, das ist das Einreibemittel. Du fummelst nicht raus. Du fummelst dich kaum. Wann hast du dir das überlegt? Ich hatte heute Nacht ja Zeit im Zug. Als ich dann heute Morgen ankam, meine, für euch wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Ihr seid ja zu fünft da, aber... Aber ich... Ich, wie wäre denn ich da gestanden? So ganz allein in Paris sitze. Ganz schlecht, du hättest doch niemand, der dir diesen Rücken einreiben würde. Oh Gott.